Meute. Elf Mann. Ein Spielmannszug in bester Tradition. In der ganzen Popmusik ist ja auch der Spielmannszug eigentlich omnipräsent. Also die Beatles sind ein Spielmannszug. Michael Jackson ist ein Spielmannszug. Jimi Hendrix ist ein Spielmannszug. Und Coldplay ist ein Spielmannszug. Also alle haben die Jacken und das zieht sich ja einfach durch die Musikgeschichte. Und wir kondensieren das vielleicht nochmal ganz toll und bringen es wirklich eben auch mit unseren Instrumenten wieder zurück. Ja, und König Prinz Charles hat das sogar. König auch. Prinz Charles hat das jetzt auch, aber der hat das uns nachgemacht, haben wir. Das ist ganz klar. Auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt, sagt Laoze. Meute haben das erfunden, Techno mit Pauken und Trompeten. Sogar durch die USA sind sie schon viermal getourt, obwohl es dort eine Marching Band an jeder Highschool gibt. Im Grunde genommen sind die DJs ja heute die Spielmannszugmenschen, die halt dafür sorgen, dass die Leute feiern können und tanzen können. Und das ging ja früher noch nicht mit DJ, weil es ja auch noch gar keinen Strom gab. Und das hat halt der Spielmannszug gemacht. Elf Freunde müsst ihr sein. Für jeden Trommel-Chuck, jedes Tröt-Tröt gibt es einen eigenen Spieler, der seinen Teil endlos wiederholen muss. Selbstaufgabe. Im Sinne des höheren Ganzen. Piazza Trilussa Rom. Wenn sie mal rauskommen, direkt unters Volk, sind Meute am wirkmächtigsten. Techno ist meiner Meinung nach Blasmusik. Also die Leute, die Synthesizer gebaut haben, haben ja versucht, andere Instrumente nachzubauen, nämlich ein Sousaphon oder ein Saxophon. Dann dachte ich, es wäre ja eigentlich eine schöne Idee, dass wir als Blasmusik versuchen, Leute ja, nachzuahmen, die mit elektronischen Instrumenten versuchen, Blasmusik nachzuahmen. Meute spielen die Märsche der Jetztzeit. Sail, im Original eine Indie-Rock-Hymne von AWOL Nation, wird zum Dampfstampfer. Gegründet wird Meute 2015, nach Bauplan zusammengesetzt von Thomas Burhorn. Ihr Kennzeichen? Die roten Uniformen. Hatte er auf eBay gezockt. Das ist nämlich tatsächlich wirkliche Spielmannszugjacken von einem Spielmannszug aus Norddeutschland, die loswerden wollten, ne? Ja, die haben jetzt neue. Das ist der Verein Lundener Spielleute. Wir sind denen natürlich zu Dank verpflichtet. Die kommen auch hin und wieder zu unseren Konzerten und wir sind freundschaftlich verbunden seitdem. Ich habe natürlich hier die extra Spezialknöpfe mit dem Anker drauf. Die Kunst der Überschreibung. Die Aufnäher sind ihre Orden. Meute zeigen, woraus sie gemacht sind. Kraftwerk, Nirvana, Simpsons, Banksy. Dass wir irgendwie so Uniformen tragen, aber trotzdem was anders machen und freie Menschen sind. Und das da symbolisieren natürlich auch wir so mit diesen ganzen persönlichen Applikationen, die jeder hat. Leute interpretieren, dass wir auch der herrschenden Klasse die Uniform wegnehmen, wie es ja im Grunde genommen die Karnevalsgesellschaft auch schon früher mit der Politik gemacht hat. Dem visuellen Karlauer sind sie nicht abgeneigt. Der Hochkultur aufs Dach steigen heißt bei ihnen Sonnenuntergang auf der Elbphilharmonie. Dabei sind sie auf der Straße am besten, so wie in Boston, als sie nach einem Feueralarm beim Konzert einfach vor dem Club weiterspielten. Dabei hätte man sie fast mit der Feuerwehr verwechselt.
Die Uniformen machen die Musiker konform. Und das ist auch die Botschaft. Alle Menschen sind gleich. In Zeiten, wo sich auch Gesellschaften überall immer mehr spalten, ist es natürlich politisch, wenn eine Band Leute zusammenbringt. Meute findet man bei den besten Adressen. Bei Festivals wie Fusion oder Coachella, im Olympia in Paris oder dem House of Blues Chicago. Neulich sogar im Schlosshof von Stuttgart. Der Spielmannszug ist weit gelaufen. Bumm, tschack, bumm.